Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir waren beim Sport und dann waren wir bei Kaufland, haben ausgegeben 85 so. Ich hatte jetzt hing mein Fuß hier. Hier war, glaube ich, der Kassenbon noch drin. Den hatte ich, glaube ich, hier nur so in die Jacke reingemacht. Ja. Mach es aber lieber so, damit ich nicht so der. Ach so, ja, die Leute wissen doch, wie wir hier wohnen. 85, 85, 37. 37 haben wir bezahlt. Und K Classic hatten wir ja knapp 2 Euro sogar Rabatt, aber der ist ja schon mit abgerechnet. Als erstes zeige ich euch die Eier, denn Osorg möchte gerne weiter. Es gab keine Fernlandhaltungseier, sonst War alles ausverkauft. war alles leer, sonst hätten wir die genommen. Ach so, ach Mist, das ist ja jetzt am Anfang. Okay, Hust. Ich habe mir hier so arabische Süßigkeiten geholt, 250 Gramm. Das Paket hat 1200 Kalorien ungefähr, ne? Und hier sind so Keksstückchen drin, die sind auch unendlich haltbar, ja, hier bis zum neuen Jahr noch. Ja, also ich habe das schon immer gesehen und ich dachte so, ach scheiß drauf, heute ist der Tag, wo du das auch mal kaufst, weil du rennst immer vorbei und du weißt nicht, ob es dir schmeckt oder nicht schmeckt und dann. Man muss es ja auch erstmal probieren, in der Hoffnung natürlich, dass es mir nicht schmeckt. Dann kaufe ich es nicht wieder. Aber ich habe es jetzt endlich mal ausprobiert, weil es mich schon so lange so angelacht hat einfach. Und dann habe ich hier Tafeltrauben entdeckt. Kernlos sind die. Wir hatten ja jetzt immer aus dem Garten Weintrauben bekommen, die waren recht lecker. Und in der Lidl-Tüte hatten wir Weintrauben drin, die waren auch recht lecker. Und jetzt habe ich irgendwie so, bin ich auf den Geschmack auf habe ich Weintrauben die ganze Zeit gesagt? Ja, ne? Ja, du hast Weintrauben gesagt. Weintrauben gekommen und ja, jetzt habe ich mir Kernlose gekauft und Delikatessen-Mayonnaise. Also wir hatten noch Mayonnaise da aus Polen, die hatten wir in Polen gekauft im Urlaub, also die hat jetzt gut gehalten, bin ich der Meinung. Ja. Ich hatte die auch benutzt, ich hatte Cool Slow gemacht zum Beispiel einmal, das macht man hier mit ein bisschen Mayo. Und ja, wir haben jetzt 50% rabattiert hier aus der Restecke hier so ein kleines Töpfchen noch mitgenommen. Wir können auch Mayo selber machen. Ich habe auch schon einmal vegane Mayo ausprobiert. Schmeckt auch ganz gut, ne? Aber Mayo geht halt schon mal klar, ne? Creme zum Kochen. Genau. Ich hatte leider meine Einkaufsliste irgendwie. Also ich dachte, wir fahren noch mal nach Hause und also sagte, wir machen beides hintereinander gleich. Und deswegen hatte ich meinen Einkaufsplan nicht bei, aber gut, dass wir das gekauft haben, weil ich wollte auf jeden Fall was mit wir haben Kürbis aber nicht mehr gekauft. Ja, weil wir dann gar nichts Ach, drin ich gekauft. konnte mich nicht entscheiden, Genau, du genau. hast gesagt. Ja, Also, wir hatten heute einen straffen normalerweise. Tagesablauf, aber auch. Wir haben Livestream gemacht, Ja. haben gekocht, Ja. haben mit euch, wenn ihr den Livestream noch nicht gesehen habt, guckt bitte in unsere fertigen Online-Livestreams rein. Und ja, jetzt haben wir natürlich halt dann danach unser Sport durchgezogen und jetzt Ja. wollen wir einkaufen. Ja. Süßkartoffel einmal. Schmeckt sehr gut. Ich hatte TK-Süßkartoffel in Stückchen gekauft von der Metro. Sehr, sehr geil. Ist jetzt aber auch alle. Ja. Darum kaufen wir wieder frische Süßkartoffeln. Schmecken auch ein bisschen besser, Die ne? hat 1 Euro gekostet Die hat hier. genau 1 Euro gekostet. Also mit der Metro-Tüte, wir kaufen die ja dann im Angebot. Ne? Wenn es in der Werbung ist, das Gemüse, da spart man extrem viel Geld. Nein, ich wollte sagen, normalerweise essen wir immer so Butternut Hokkaido. Eigentlich schmecken mir so alle Kürbissorten, die ich bisher so gegessen habe. Und dann konnten wir uns nicht entscheiden und dann war die Kennzeichnung nicht so gegeben. Und dann habe ich gesagt, so, nee, lass uns keinen kaufen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Und dann haben wir gar keinen gekauft. Und dann haben wir Entenbrust gesucht, die wir nicht gefunden haben zum Glück. Entenbrust sind teuer geworden, Das ist ne? übelst frech. Weil ich hatte ja Rotkohl selber gemacht, habt ihr auch das Rezept gesehen. Habe ich schon hochgeladen und ich dachte so Rotkohl mit Gulasch und dann dachte ich so, naja, Schweinegulasch, damit es nicht so teuer ist wie Rindergulasch, ne? Aber irgendwie hätte so eine 400 Gramm Packung Gulasch irgendwie noch über 5 Euro gekostet und da denke ich mir auch so, nee, what the fuck, also nee. Und dann dachte ich so, was passt noch zu Rotkohl? Und ich hatte so eine Entenbrust, eine geile, ja, aber die hätte 6,50 gekostet. Und das ist mir dann irgendwie ein bisschen too much. Und jetzt habe ich halt gar nichts gekauft stattdessen. Aber stattdessen hat sich Ozok hier 3 Tüski Bier gekauft. Hey, lass mal keine Endlos kaufen, aber dreimal Bier. Überragender Überleitung. Ja, ich glaube, ich werde einfach mein Rotkohl dann mit Kartoffel essen einfach. Ohne Fleisch. Scheiß auf Fleisch, Mann. Hier. Gelatine, das habe ich für ein Kürbisrezept geholt, aber ich habe keinen Kürbis. Ultra dumm. Weil ich auch keinen Plan bei hatte. Knusper, Schoko, Krokant-Müsli, das hatte ich auch ausgesucht bei 40% in der Genau, Werbung. 49%.
einmal Frischkäse, der andere, den habe ich aufgegessen innerhalb der Woche. So, das habe ich nur eingesteckt, weil das ist Bacon Light, also Rohschinkenwürfel, das war reduziert. Und morgen für einen Stream habe ich das hier eingepackt, und zwar Bauchspeck. Hier ist nämlich so ein Double-Bauchspeck, so ein Zwilling drin. Double-Specki. Genau, wir haben überlegt, wir wollten morgen so eine richtige Carbonara machen. Ich habe so hin und her überlegt und naja, keine Ahnung. Kochschinken hauchfein für einen Osok. Oh. Der war immer mit der Klassik-Card im Angebot wohl. Nuss-Nougat brauche ich auch nicht, habe ich nur gekauft, weil hier sind auch Kekse abgebildet. Weil wir backen ja demnächst und immer wenn ich irgendwas sehe, so Backzutaten in der Werbung, dann packe ich alles ein und dann wird es hoffentlich zu Weihnachten nicht ganz so teuer, genauso wie diese Nüsse hier. Haselnusskerne ganze für 1,79 statt 2,29. Und Kokosflocken, die haben wir heute Morgen alle gemacht. Ich packe das alles ins Backfach hier unten rein, ja? Ja. Kokosflocken habe ich Milch mitgemacht, war sehr, sehr lecker und hat gut auch zum Essen auch dazu gepasst. Ne? Die Blattgelatine ist super. Hat man gar nicht gemerkt. Aber ich will mit dem Kokosflocken will ich nicht kochen und also will ich nicht backen. Eigentlich gehört das alles nicht in die Backschublade. Achso. Auch die Gelatine, damit würde ich den Kokosflocken machen. Okay, dann kommt's. Wir hatten XXL Avocado Ready to Eat im Angebot, also für 1,29 bei Kaufland da. Haben wir uns, glaube ich, zweimal geholt. Osok wollte auch einmal haben. Ich stelle euch mal hier rüber. Könnt ihr mich sehen? Hi, ich bin da. Es gibt wieder Gänse-Roulette. Das ist das ja. Geilste Zeug überhaupt. Das zeige ich euch ausführlich. Ich bin etwas K.O. von dem Tag heute. 3,38 haben wir bezahlt. 2,99 hat das Kilo gekostet. Und damit ist es nicht teurer als letztes Jahr. Und dazu haben wir noch italienische Mortadella geholt. Mm. Die hat hier diese großen XXL Fettaugen und die schmeckt halt extrem nice. So, und jetzt ist Gänse-Rillette. Ja, also falls ihr das nicht kennt, das ist eigentlich so eine Perversion für Fleischfresser. Ja. Das sieht nicht so nice aus, gebe ich zu, aber es riecht fantastisch. Es ist halt 100% Gänsefleisch vermischt mit Gänsefett. Und dazu noch Gewürze. Und das schmeckt einfach so geil. Es schmeckt so ein bisschen wie Leberwurst. Aber es ist halt Roulette. Es ist, also man merkt irgendwie schon, dass es so ein bisschen was Feineres ist im Mund. Das schmeckt extrem gut. Kann man auch abgepackt kaufen. Und da hast du es dann manchmal vermischt mit Hühnchenfleisch und Schweinefleisch und so. Und es ist immer noch teuer abgepackt. Aber es ist halt nicht 100% Gänsefleisch, ne? Das ist schon, also geschmacklich ist das echt ein Unterschied. So, wir essen sonst keine Gans, aber das Roulette, das kann man sich echt mehr gönnen. So, entweder liebt man es oder hasst man es, ne? Und ja, ich habe hier Alpro Natur geholt. Ich habe nämlich einen Plan. Ich möchte ja gerne Joghurt selber machen. Und das mit Kuhmilch, die Kuhmilchprodukte, die klappen hervorragend. Also das ist gar kein Thema irgendwie, also die Bakterien aus dem Joghurt, die machen das immer perfekt und wunderbar, sodass wir nie wieder Joghurt kaufen müssen. Aber ich wollte es halt gerne mal ausprobieren in einer veganen Variante mit Alternativjoghurt. Und ja, jetzt habe ich hier fermentiertes Soja, hört sich gut an. Und hier unten ist irgendwo nochmal Milchalternative. Denn das erste Mal wollte ich es ausprobieren mit Milchalternative. Mit richtiger Milchalternative. Und wenn das gut funktioniert, das ist jetzt erstmal so ein Test, ja, dann würde ich das gerne mal selbstgemachter Milchalternative immer weitermachen. Ja, und dann habe ich ultra günstigen veganen Joghurt immer parat. Das ist so der Trick 17, denn der dann auch schmeckt. Aber wir warten ab, was sich herausstellt, wie es funktioniert. Eine Naschi-Birne, die habe ich für den Osok mit eingesteckt. Er mag, also er isst schon alles, was ich dem so hinstelle, aber. Naschi-Birne ist übelst. Wenn er sich über das Obst auch noch freut, ja, weil es ihm wirklich gut schmeckt, dann packe ich das natürlich auch mit ein. Bei Müller Milchreis gab es zwei für einen Preis, ja. Sozusagen. Typ Apfelstrudel und Typ Zero, minus 30 Kalorien, 89 Cent für beide. Wollte ich mal ausprobieren. Und den hier steht drauf, Deckel abziehen und in die Mikrowelle. Heiß und lecker genießen. Ja? Kuchenteig, 50% rabattiert, Dinkel sogar, 100% frischer Dinkel. Hat sich Osok aus der Reste-Ecke rausgeholt. Das ist doch schade, sonst schmeißen die das nachher weg. Das hat genau. 1 Euro gekostet. Marzipanbrot. Ja, Osok steht auf Weihnachtssüßigkeiten. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Wir haben zwar noch Marzipanbrot da,
Aber er hat sich neues gekauft. Hier, das sind diese hier. Nee, das ist Nougat. Nee, das ist Edelmarzipan mit Nougat. Das schmeckt nämlich ein bisschen anders, deswegen. Das war das, was ich euch vorgestellt hatte hier. Oh, da gerade die Krümel! Achso, das krümelt. Vom Biobug von der Website, das ist schon 2-3 Wochen her, glaube ich, wo der Vlog online gekommen ist, weil ich habe für die ganze, das war so MHD-Ware, die gab es günstiger, und ich habe für die ganze Box, die war natürlich voll von dem Zeug, 89 Cent bezahlt. Obwohl man eigentlich nur ein Stück kriegen sollte. Ja, und dann haben das welche von euch nachgeordert, weil klar, ein ganzes Paket Bio-Edel-Marzipan für 89 Cent ultra der geile Preis ist, und die haben dann nur eins bekommen. Und ja, stellte sich heraus, dass bei uns jemand falsch gepackt hat. Ja, tat mir leid, aber ist jetzt bald alle. Mhm. Einmal Zitronen, weiß ich noch nicht, wofür ich es brauche, aber ab und zu so ein Zitronenwasser finde ich eigentlich ganz nice. Und Paprika habe ich nur eingesteckt, weil es in der Werbung war. Und einen Ayran für Osok. Ayran ist übrigens nur Joghurt mit Wasser und Salz. Ich weiß, aber die Fertigmischung macht ja. Naja. Okay, aber es ist wirklich nur Wasser. Wenn Sie mir den Ayran perfekt nachrühren, dann trinke ich den von Ihnen. Es gibt ein Thermomix-Rezept für Ayran. Dann machen wir das mir mal. Ja, musst du den aber zulassen, dass wir das dann vergleichsmäßig testen können. Ja. Osok hat einmal Mehl gekauft, denn wir machen hier morgen die Carbonara-Nudeln. Und ich habe gesagt, wir machen die einfach selber per Hand, weil das ist ein schnelles Rezept. Und dann können wir, also ich wollte ja auch nicht in 10 Minuten fertig sein, machen wir die Nudeln selbst morgen, schmecken eh besser dann. Zweite Avocado. Ich habe dann Osok gesagt, also er hätte auch gerne eine, und ich hoffe, dass die dann nicht schlecht wird. Ne? Eine esse ich und eine müssen wir gucken, wie es der Osok denn schafft. Ne? Tomaten, 2 Kiwi, ich wollte eigentlich Goldkiwi, aber die gab es leider nicht. Die schmecken halt deutlich geiler, sind auch doppelt so teuer, ne? Aber gab es leider nicht, habe ich 2 normale genommen. Und die letzte Grapefruit habe ich noch mitgenommen. Die ist schon sehr weich. Vielleicht esse ich die jetzt auch direkt, würde ich sagen, weil die so weich ist. Nicht, dass die noch drüber geht. Und Solo-Knoblauch. Wir hatten jetzt 2-3 Tage kein Knoblauch mehr zu Hause. Boah, Katastrophe. Katastrophe. Ja, und jetzt das 12 Euro. Ja, what the fuck. Schwein. Fleischige Nachricht, meine Freunde. Das ist einfach 3 Kilo Schwein. Das ist einfach die gesamte Schulter. Das ist Schweinebraten. Das ist hier die Schweineschulter mit Schwarte auf der Unterseite. Und der Knochen ist auch noch drin. Da musst du gar nichts dran verarbeiten. Deswegen war das so günstig. Ja, was machst du da raus? Pulled Pork, oder? Ich habe hier eine Pomelo gekauft. Die erste dieses Jahr in Deutschland. Ich hatte eine in Polen gekauft, die war gar nicht gut. Ich hoffe, dass die jetzt geil ist. Die hat 3,50 Euro gekostet für eine Pomelo. Der Plan ist, dass wir die morgen im Stream, wir schälen die zusammen. Und dann wollten wir ja nachmittags in den Wald Pilze sammeln. Und ich denke, so ein paar Verpflegung, ne, bis wir am Wald sind, ist ganz gut. Können wir uns zu viert gut teilen. Ansonsten esse ich es alleine, wenn die das nicht möchten. Hier hätten wir super dick Mans. Das ist eine Special-Sorte gebrannte Mandeln. Und da machen wir doch direkt mal den Taste-Test. Oha, die sehen aber auch geil aus. Die sind mit Milchschokolade und Krokant so oben drauf. So. Ja, brannte Mandeln soll haben, es sein? Wir haben, genau, wir haben die ganz gut nach Hause bekommen. Und jetzt mal, guten Appetit. Das schmeckt wie normal, oder ist die Creme auch anders? Die Creme ist auch anders. Die Creme ist auch anders, das war schön. Mmh. Gebrannte Mandeln mit Mandelkrokantstückchen. Also die Stückchen sind nur außen, die Creme ist noch komplett. Die Creme ist ein bisschen dunkler gefärbt und ist nicht so, ist ein bisschen anders am Geschmack wie sonst. Und dadurch, dass da echt so gebrannte so Krokantstückchen oben drauf sind, schmeckt das auch wirklich nach gebrannte Mandeln. Mhm. Cool. Das ist cool. Also wenn man genug hat so von den Standardsorten, kann man mal holen als Abwechslung. So, mag ich, finde ich cool. Einmal Zwiebeln, ein paar Zwiebeln haben wir noch da, aber ich wollte nicht leer laufen. Und hier ist diese vegane, also die Milch-Alternative. Mandeldrink habe ich mir jetzt ausgesucht. Gab es auch was mit der K-Classic-App. Also der Joghurt, der große, hat 99 Cent gekostet statt 2,99. Und der Mandeldrink hat dann 1,35 und 1,11 Euro haben wir jetzt bezahlt. Ich stand vor 2 Wochen nämlich, bevor ich jetzt hier die aktuelle Joghurt-Dings-Maschine-Dings gemacht habe, stand ich schon am Regal. Und da gab es aber keinen veganen Joghurt im Angebot.
Und da hätten wir irgendwie 5 Euro jetzt dafür ausgegeben, dass ich das mal einmal austeste und ausprobiere. Und das war es uns dann nicht wert. Und dann hat gesagt, nee, ich warte. Und ja, das Warten hat sich gelohnt. Hat jetzt genau 2 Euro gekostet und ich kann es auch testen. Wenn es dann schief geht und es nicht funktioniert, mit dem veganen Joghurt selber herstellen, dann war es wenigstens nicht so teuer. Wir haben jetzt 2-mal jungen Spinat. Auch ohne alles, 100% Spinat und Buttergemüse. Wusste man nicht, was noch da ist. Das ist unverschämt, das kostet jetzt 79 Cent. Ah ja, statt 59, ne? Ja. So, dann hier ist einmal noch Senf drin für den Ossock. Und dann, ach ja, da haben wir uns auch wieder, Juli wollte Kaffee haben. Und 4,29 pro Paket. Und er möchte gerne die Sorte des Jahres haben. Und ich habe aber gesagt, wenn ich Kaffee trinken möchte, möchte ich ganz besonderen milden haben. Und Stufe 1 haben sie nicht. Aber sie hatten die Harmonie Mild da, Stufe 2 von 5. Ja. Und der Stufe 3. Und keiner wollte abweichen. Ja, das ist. Und dann habe ich gesagt, das ist mir egal, dann kaufe ich mir meinen eigenen Kaffee. Den darfst du nicht trinken, außer das ist meiner. Ja, mal schauen. Ich trinke die dir nicht weg. Ich mach das nicht. Okay. Ja, halt auch ein Grund, warum wir halt bei 85 Euro gelandet sind. Naja, das Fleisch und der Kaffee haben alleine schon 22 Euro gekostet. Richtig. Ich habe hier noch 2-mal Äpfel. Ich brauche nämlich Äpfel für meinen Porridge. Und ich habe ja Rotkohl im Tiefkühler und der schmeckt mir persönlich mit Apfel besser. Obwohl auch in den Kommentaren geschrieben wurde, voll gut, dass du auch mal Rotkohl ohne Äpfel machst, weil manche sind ja gegen Äpfel allergisch. Und da kann ja sein, ne, dass es da viele Allergiker gibt. Und der schmeckt genauso gut. Ne? Also ich finde, nur mit Apfel schmeckt es noch besser. So. Hattest du den Senf schon gezeigt gehabt? Ja. Wunderbar. Ja. Das, was ihr jetzt alles gesehen habt, haben wir für 89 Euro eingeholt. Ich bin damit so medi zufrieden. Ich habe hier so 2 Naschis. Also ich war heute so auf Gönnerbasis. So, ich kam vom Fitnessstudio und ich war irgendwie so, ja, das hatte ich schon in der Werbung gesehen. Eigentlich wollte ich noch eine dritte Nascherei haben. Ja, und zwar Toffifee White. Gibt es eine neue Sorte und die wollte ich gerne austesten. Aber die gab es leider nicht. Naja. Aber ich habe das letzte Paket hiervon habe ich bekommen und das habe ich jetzt einmal ausgetestet. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist bestimmt kieksüß, so mit Zuckersirup getränkt bestimmt. Ist ultra kalorienreich. Naja, freue ich mich sehr drauf. Muss ja auch mal sein. Und ja, reicht jetzt erstmal wieder für eine Woche. Wir versuchen auf jeden Fall nächste Woche wieder die Lidl-Rettertüte zu ergattern, weil das ist echt mega geil. Die Gemüse. So viel für 3 Euro. Ja. Das ist fantastisch. Also für unseren Geldbeutel natürlich, ne? Ey, 3 Kilo Gemüse für 3 Euro ist schon geil. Kann man mal sagen. Ja, mega. Ja, verschiedenes Gemüse vor allen Dingen. Das ist das Wichtige. 3 Kilo Kartoffeln für 3 und Euro ist dann schon mal. Das ist auch nicht sehr komische ausländische Mist, so diese komischen Sachen, die keiner isst, ne? Ja, diese Zauberdrachenfrucht Kivano oder so. So irgendwas Außergewöhnliches, sondern so Standardessen, so was halt eigentlich jeder isst, also ich zumindest. Und es passt sehr, sehr gut, bin ich sehr, sehr happy mit der Lidl-Tüte. Naja, okay, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne abonnieren, ist kostenlos, ich freue mich drüber, Kaufland freut sich drüber. Die gebrannten Mandeln, die freuen sich auch darüber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin. Ciao. Tschüss. Thank you.